zusammen, heute gibt es endlich mal wieder ein Video von mir. Ich habe es wirklich vermisst, Videos zu drehen. Ich werde euch heute meine Favoriten zeigen, die Produkte, die ich im Januar gerne verwendet habe. Ich habe Kosmetik dabei, Pflege und auch etwas für den Haushalt. Ich würde sagen, legen wir mal los. Heute findet ihr auch ein Favoritenvideo bei der lieben Sandy vom Kanal Sandylicious 0509. Also schaut bei ihr auch gerne vorbei. Ihren Kanal findet ihr unten in der Infobox. Ich würde sagen, starten wir mal jetzt los. Im Januar habe ich mir vorgenommen, meine Haut ein bisschen mehr zu pflegen und so gut wie jeden Tag Bodylotion zu verwenden. Natürlich hat das nicht so gut geklappt, aber jeden zweiten oder manchmal auch jeden dritten Tag habe ich das durchgezogen. Und zwar habe ich von Balea ein Body Tonic. So sieht das Ganze aus, riecht wirklich sehr frisch, soll wohl die Haut straffen. Davon habe ich jetzt nicht so viel gemerkt, aber die Haut ist wirklich schön weich. Wenn die Haut noch ein bisschen so trocken ist vom Winter, dann kann ich euch das hier sehr gerne empfehlen. Ist jetzt nicht übertrieben fettig, aber ich würde sagen sehr feuchtigkeitsspendend. Habe ich sehr gerne benutzt und riecht wirklich sehr, sehr frisch. Das mag ich daran sehr gerne. Ob das die Haut wirklich strafft, kann ich euch jetzt nicht sagen. Das riecht ein bisschen nach Ingwer. Ich finde... Riecht wirklich sehr frisch und die Pflege ist sehr schön, deshalb kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich eine Lidschattenpalette, die ich wirklich sehr oft verwendet habe, und zwar von Sleek. Hat mir meine liebe Freundin Özge geschenkt, und zwar sehen die Farben wirklich sehr toll aus. Das ist die Oh So Special 658 Palette. Dann habe ich einen Lippenstift wirklich sehr, sehr oft verwendet. Und zwar diese Farbe hier, der ist so eine schöne Nude-Farbe, was auch ein bisschen so einen Rotunterton hat, kann man wirklich so gut wie täglich verwenden. Passt zu allen möglichen Farben, die man mal auf den Augen tragen möchte, habe ich wirklich so gut wie jeden Morgen verwendet. Und zwar ist das ein Nuvia-Lippenstift. Die Nuvia-Lippenstifte bekommt ihr so in Sets, ich meine, da sind immer 6 Lippenstifte mit dabei. Den Link werde ich euch auch unten reinsetzen. Ich weiß jetzt nicht, welche Farbe das ist. Da steht 3295 drauf. Ich meine, es gibt nur ein Set, wo die Lippenstifte außen herum so komplett gold sind. Die Haltbarkeit ist ganz akzeptabel. Was ich an denen wirklich sehr gut finde, ist die Konsistenz und die Farbauswahl. Wenn man so ein Set gekauft hat, hat man da wirklich alles mit dabei. Von knalligen Tönen bis hin zu Nude-Tönen. Aber auch sehr besondere Töne, sowas wie zum Beispiel sehr knalllila. Könnt ihr euch alles mal gerne anschauen, aber ich kann euch mitgeben, die Konsistenz ist wirklich sehr gut. Diese Farbe mag ich speziell sehr, sehr gerne und die riechen einfach wundervoll. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich ja euch versprochen, dass ich noch ein Haushaltsprodukt habe. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Produkt kennen. Das ist ein Raumduftspray und zwar bekommt ihr das in türkischen Märkten. Und zwar nennt sich das Yumoş. Wenn ihr in der Nähe irgendwo einen türkischen Markt habt, irgendeinen türkischen Laden, dann werdet ihr das da sicherlich finden. Die haben verschiedene Duftrichtungen, aber das benutzt immer meine Oma in der Türkei und ich liebe es, wie das riecht. Es riecht wirklich sehr intensiv, aber nach sauberer Wäsche. Ich liebe es, wenn mein Zimmer schön riecht. Das kann man auf Textilien sprühen, aber auch einfach so in den Raum. Ich mache das immer auf meinem Bett, auf die Kissen, auf den Teppich, so dass alles einmal schön riecht, nachdem ich mein Zimmer geputzt habe. Ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich meine, die kosten so um die 4-5 Euro, bin mir jetzt nicht sicher, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Da ist wirklich einiges drin. Da sind 500 Milliliter drin, reicht wirklich sehr, sehr lange aus. Ich liebe es, wie das hier riecht. Die haben verschiedene Duftrichtungen. Ich benutze immer das hier und dann haben die noch eine komplett lilane Packung. Riecht wirklich auch sehr gut, aber am liebsten benutze ich diese Duftrichtung hier. Wenn man das auf die Kissen oder auf die Bettdecke sprüht, wird man das nach einer Woche immer noch riechen. Deshalb investiere ich gerne 4-5 Euro in so einen Raumduftspray und habe wirklich lange was davon. Ansonsten vergesst bitte nicht, bei meiner lieben Sandy vorbeizuschauen. Das Video von ihr findet ihr unten verlinkt. Ich wünsche euch dann noch einen wundervollen Tag, noch einen schönen Restsonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!